Was haben wir hier Schönes? Die Insta360 X4. Also vielleicht nicht ganz neu, aber neu bei mir auf dem Tisch. Und was folgt als allererstes? Natürlich das Unboxing. Ganz live, ganz mit dabei. Hier Folie ab. Du kannst schon mal tatsächlich überlegen, was du zu der Kamera sehen möchtest. Interessiert dich vielleicht das? Auf jeden Fall packen wir es erstmal weiter aus. Im Kartondeckel selber ist nichts. Aber hier ist das gute Ding. Schau mal. Ich finde, die sieht so cool aus. Gehen wir ein bisschen zur Seite. Auf jeden Fall hast du hier die Zubehörbox, die auch perfekt gar nicht richtig gut rausgeht. Naja, jetzt ist sie draußen, sieht ein bisschen Fracko aus, aber du warst live dabei, dass das Ding jetzt passiert ist. So, wird natürlich für die App hier Werbung gemacht, beziehungsweise dass du die Kamera ja mit der App benutzen sollst, musst, weil du musst sie auch schließlich ja aktivieren. Hier selber in der Box, ich glaube, das war's jetzt, befindet sich Safety Guidelines, Waterproofing und die Garantiekarte. Auf der anderen Seite befindet sich der Standard Lens Guard. Noch ein paar Aufkleber. Gucken wir uns auch gerne mal an. Das ist nämlich schon etwas, was sie vom Vorgänger unterscheidet. Du hast die Möglichkeit hier, diese Linsenkappen zu montieren und wieder zu entfernen. Und das kann man hier an diesen Ringen sehen. Das wird nicht mehr geklebt. Nein, du kannst es draufschrauben. Sollte es mal verkratzt sein oder du sie nicht haben wolltest, einfach ab. Finde ich schon richtig nice. Ich packe sie jetzt aber erstmal wieder hier in diese Plastiktüte rein. Nochmal Shoutout geht an alle Herstellerfirmen. Bitte verwendet doch nicht unbedingt immer nur Plastik. Mehr ist hier nicht drin. Es gibt ein kleines schickes Etui. Und es sind im Etui Thermogrip Cover. Okay. Ein USB-Kabel. Hast du schon eine Idee, was ich damit filmen soll? Was möchtest du damit gerne sehen? Oder lieber Fotos? Oh, das sieht echt gut aus. Also echt gut im Sinne von dick. Das heißt, hier ist richtig viel Power und eine hohe Datentransfer garantiert. Das hier. Aha. Du hast noch so einen Griff. Sau cool. Tüchlein oder was ist es? Tüchlein. Und jetzt kommen wir zur. Na, vielleicht noch nicht. Gucken wir mal hier rein, ob hier noch was drin ist. Nein, das war's. Ja, dann kommen wir zur X4. Die sieht schon echt größer aus als die X3. Liegt richtig gut in der Hand. Fühlt sich auch ein bisschen schwerer an. Und natürlich riesiges Display. Hinweis auf dem. Hinweis auf dem Akku. Wow. Guck mal, der ist aber auch echt groß geworden. Ne? Immer wichtig, dass es einrastet. Hier oben hast du den USB-C-Port. Da drüber. Ja, das kann man nicht aufmachen. Da drüber kann man nicht aufmachen. Das hier kann man nicht aufmachen. Hier unten ein Viertel Zoll Gewinde. Finde ich schon richtig nice. Ja, und vielleicht möchtest du ja einen Vergleich sehen zur
X3. Und da ist schon ein großer Unterschied. Aber interessiert dich das? Was interessiert dich zur X4? Ich nehme die hier mal weg. Denn ganz ehrlich, viel wichtiger als meine Meinung ist deine Meinung. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, 2 Likes, Lob, Kritik, Anregungen. Gerne in die Kommentare, habe ich jetzt schon 300 Mal gefragt. Ja, und was möchtest du hier zu sehen? Schreib das, wie gesagt, in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.